weißes Gold gefunden. Schnee, wir sind jetzt auf 4900 Meter. Da sind sie wieder. Ja, wir haben gerade einen kleinen Stopp eingelegt hier. Am Straßenrand kurz angehalten. Hier sind wir ganz viele Alpakas und Lamas. Ja, wir haben so gerade ein bisschen den Kaffee auf, ne? Ja, ey, auf gut Deutsch gesagt, das ist ein richtiger Scheißtag heute. Wir haben nichts von Kuss. Guten Morgen, wir machen uns gerade auf dem Weg zurück nach Arequipa und legen auf dem Weg ein paar Stopps ein. Hier gerade an einer riesig großen Schlucht, das sieht total genial aus. Und man erkennt hier auch im Hintergrund diese ganzen kleinen Terrassen, die wir gestern im Video auch schon angesprochen haben. Genau, aber wisst ihr, was richtig interessant ist? Da hinten, bei diesem schneebedeckten Berg, darunter fängt der Amazonas an. Genau, dahinter, genauer gesagt, der entsteht nicht aus dem Schmelzwasser von dem Schnee oben drauf. Wir haben ja gestern die ganzen Alpakas in der freien Natur gesehen und hier vorne sind jetzt Baby-Alpakas. Ey, wer nimmt denn Baby-Alpakas den Müttern weg und bringt sie hier hin, um Fotos zu machen? Das ist doch so assi, oder? Ja. Also unglaublich. Übel. Unser nächster Stopp ist jetzt Maka. Das ist ein ganz, ganz kleiner Ort, wirklich super klein und eigentlich ist der, glaube ich, nur touristisch, weil ringsrum sind hier überall diese ganzen Buden. Und ja, da werden halt alle an Sachen verkauft, die hier traditionell hergestellt werden. Sieht schön aus, aber ja, es ist einfach nur touristisch und abgesehen davon gibt es hier noch eine ganz bekannte, aber eine schicke kleine Kirche. Ansonsten hätte man den Stopp, glaube ich, auch nicht machen müssen, weil unnötig irgendwie. Wir haben gerade Mittag gegessen für 30 Soles pro Person, war auf Buffet und ja, gab auch für uns was, eine gute Auswahl, aber es ist kalt, ja, und jetzt geht es erstmal hoch in die Berge, da wird es ja richtig frisch, hat gerade auch leider angefangen zu regnen, das erste Mal seit längerem, ne? Ja. Ja, und jetzt geht's weiter. Weißes Gold gefunden. Schnee, wir sind jetzt auf 4900 Metern und hier hat man halt einen Blick auf die ganzen Vulkane. Das ist krass, 4910 Meter, die Luft ist auf jeden Fall hier echt dünner und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt auf der Kamera. Ich glaube nicht unbedingt, aber hier kann man seinen eigenen Atem sehen. Und so hoch waren wir noch nie, wohl, in unserem Leben. Nee, das ist der höchste Punkt. Außer im Flugzeug. Aber nicht auf den Füßen. Gerade wir einen kleinen Stopp eingelegt hier am Straßenrand kurz angehalten. Hier sind wir ganz viele Alpakas und Lamas. Freilebend auch. Das sieht voll schön aus in der Natur.
Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind ja schon ein paar Tage in Cusco und haben die letzten Tage nicht gefilmt, weil wir uns mal wieder an die Höhe anpassen mussten. Und ehrlich gesagt, für mich war ja die letzte Zeit nicht ganz so einfach, war etwas schwierig und ist die erste Reise, die mich sozusagen öfters an meine Grenzen bringt, was zum Beispiel auch an der Höhe liegt. Da muss man sich halt öfters dran gewöhnen. Manche haben das gar nicht. Manche sind ein bisschen anfälliger. Also ich bin auch anfälliger als du. Ja, mit der Höhe auf jeden Fall. Und dann hatte ich mehrere Erkältungen und die langen Busfahrten sind halt auch extrem anstrengend, wenn man dann halt wirklich 12, 13, 14 Stunden im Bus sitzt. Und die Kälte hat mir sehr zu schaffen gemacht, muss ich auch ehrlich sagen. Wir sind keine Wintermenschen, definitiv. Nein, das Problem ist auch einfach, wir haben ja Klamotten jetzt, dass uns warm ist. Aber das Ding ist einfach, ganz, ganz viele Unterkünfte haben halt keine Heizung. Ja. Und abends wird es teilweise schweinekalt. Ja. Und es war halt alles ein bisschen anstrengend für mich. Aber gut, jetzt geht's auch wieder bergauf. Nur das möchten wir euch halt auch erzählen, weil... Ja. Viele Leute, die sagen sowas halt nicht. Also, sie zeigen immer nur die schönen Bilder und alles sieht toll aus, aber so eine Reise kann halt auch anstrengend sein. Viele sagen jetzt vielleicht, oh, beschwert euch nicht, ihr reist um die Welt. Das soll kein Beschweren sein, aber es ist halt echt, also wie auch mit der Höhe, wie Jesse schon sagt, manche Leute merken es nicht, gar nicht wirklich, die haben keine Probleme, haben die Tage auch getroffen. Manche haut es um, die müssen ins Krankenhaus, die kommen an Sauerstoff, werden angeschlossen. Also es ist nicht wirklich ohne, wirklich. Ja, und, so schlimm haben wir es zum Glück nicht. Nee, dafür hattest du es dann halt mit der Höhe öfters, ich hatte es mal im Magen, also ja, ist schon ein bisschen turbulenter die Reise im Moment. Und heute gucken wir uns Cusco mal an und dann geht es jetzt die Tage von Cusco zu Machu Picchu, von Machu Picchu nach Sacred Valley ins Heilige Tal, dann nochmal zurück nach Cusco. Und in Cusco werden wir dann auch nochmal ein, zwei Touren machen oder Ausflüge, wir wollen auf jeden Fall die Rainbow Mountains sehen und ja, da kommt noch einiges, aber jetzt war erstmal akklimatisieren angesagt. Ja. Das war sehr, sehr wichtig. Wir sind übrigens wieder im Selina und das Coole ist, jedes Selina hat praktisch ein anderes Design. Also hier haben wir auch wieder ein komplett anderes Zimmer. Die sind halt ganz individuell gestaltet und mit so ganz kleinen, coolen Sachen wieder. Ne? Schallplattenspiele. Aber was das Highlight ist, hier ein Beamer mit einer Leinwand. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ja. Legen wir uns hier ins Bett und gucken dann irgendwas. Total genial. Ja. Genau, also das hier ist das Zimmer. Ne, das Bett ist immer super und eine kleine Garderobe. Dann geht es da hinten in so ein kleines Wohnzimmer, würde ich sagen. Da haben wir auch einen kleinen Balkon dann rechts. Und wie gesagt, mit den ganzen Designs, das finden wir immer mega cool. Ja. Und dann geht es halt hier rechts ins Badezimmer. So sieht das hier aus, mit zwei Waschbecken, Toilette und einer großen Dusche. Diesmal haben wir übrigens auch eine kleine Heizung. Und das hier ist übrigens unsere Aussicht vom Balkon. Da hinten sieht man direkt den Plaza de Armas. Wir machen uns gerade auf zum Plaza Amas, also zum Hauptplatz. Beziehungsweise erstmal müssen wir noch kurz unsere Reisepässe abholen. Die sind nämlich angekommen. Die wurden von Deutschland nach Lima geschickt, von Lima jetzt nach Cusco. Und jetzt können wir sie endlich abholen. Jetzt haben wir neue. Ja, neue Pässe. Die anderen waren nämlich voll. Ja, genug Platz wieder, aber das müssen wir jetzt erstmal zuerst machen. Schatz, wie geht es? Ja. Oh Leute, wie übel. Wir dachten, wir holen mal kurz unsere Pässe ab und das dauert nicht so lange. Ey, warte mal. Wir haben die Pässe relativ schnell bekommen. Jetzt mussten wir zur Migration oder Immigration. Auf Spanisch heißt es halt Migration. Jetzt müssen wir die Stempel umtragen lassen. Und dann sind wir jetzt erstmal, wir haben voll lange gewartet. Dann mussten wir Kopien anfertigen, dann haben wir wieder gewartet. Dann sind wir wieder zurück. Dann mussten wir zur Bank laufen. In der Bank ist es so ähnlich wie damals in Kuba oder auf Kuba, das haben wir ja schon mal erzählt. Da stehen ungefähr 100 Leute vor dir. Wir haben Ewigkeiten angestanden und wir haben total den Hunger beide. Jetzt sind wir wieder auf der Migration. Wir müssen nur noch die Stempel einmal umstempeln lassen. Jetzt war die Frau aber gerade nicht mehr da, die das eigentlich machen soll. Jetzt mussten wir wieder eine Nummer ziehen. Ja, wir waren es nicht. Wir werden gerade wieder Leute aufgerufen. Ich denke, wir müssen bestimmt schon mindestens eine Stunde warten, oder? Nicht cool. Wir wollten eigentlich ja eine Cusco City Tour heute machen, was wir erkunden. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird heute nichts mehr, weil
Wenn es so weitergeht, wird es gleich wieder dunkel. Aber ja, mal schauen, wie es weitergeht. Läuft auf jeden Fall gerade nicht so gut. So, nach 4-5 Stunden haben wir es jetzt endlich mal rausgeschafft. Ja. Gehen jetzt mal was essen, weil wir haben noch nichts gegessen heute, außer nur ein bisschen zum Frühstück. Echt, wir haben späten Nachmittag jetzt. Geh mal auf den Bürgerschein, sonst wirst du wieder platt. Wir haben späten Nachmittag. Auch, platt gefahren. Ja, wir haben noch nie so lange auf Ämtern verbracht und zu Banken geschickt worden, Kopien machen und wie heute. Ja. Von daher gehen. Ey, das ist ein Scheiß. Unglaublich, der Tag, der war echt anders geplant. Aber jetzt lassen wir was essen gehen. Ja, wir haben so gerade ein bisschen den Kaffee auf, ne? Ja, ey, auf gut Deutsch gesagt, es ist ein richtiger Scheißtag heute. Wir haben nichts von Cusco gesehen bis jetzt. Es ist dunkel, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Wir haben gerade endlos lang auf einer Bank gestanden, weil wir noch eine Zahlung leisten mussten. Und die Bank hat nur bis 6 Uhr auf und da hatten wir, glaube ich, 3 Minuten vor 6, da sind wir dran gegangen. Und dann sage ich, ja, ich möchte gerne mit Karte zahlen, Kreditkarte, sagt mir, es geht gerade leider nicht. Geht vorne eben an den Geldautomaten, hebt das Geld ab und kommt einfach wieder zum Schalter. Wir das gemacht, Geld abgehoben, wollen wir da zum Schalter, da haben die uns nicht mal in die Bank reingelassen. Richtig übel, die Frau hatte alle Unterlagen fertig, alles komplett fertig. Wir haben gesagt, wir haben fertig. Da noch Unterlagen liegen, war denen scheißegal. Ja, wir haben eine Frau, die hat dann für die Tür abgeschlossen, haben wir übersetzt am Handy, weil das war dann doch zu viel Fachgesimpel, da haben wir das Handy mit der Übersetzung an die Scheibe gehalten. Die hat einfach nur so, nö, gemacht, hat die gar nicht interessiert. Dann ist eine andere Frau von dem Bankteam versucht zu helfen, die hat dann noch von ihrem privaten Bankkonto versucht aus das Geld zu überweisen, aber irgendwie fehlte dann da ein PIN-Code, dann hat es nicht geklappt und jetzt ja, ist es dunkel, 6:30 rum, ein richtig scheiß Tag irgendwie. Aber wir stehen jetzt auf dem Plaza de Amas mit der Kathedrale von Cusco im Hintergrund und ist der erste Platz und der einzige Platz, wo es 2 Kirchen gibt. Ja genau, der einzige Platz hier. Aber hier ist richtig, doch mal was, ja, und hier ist richtig viel los, hier ist die Hölle los. Eigentlich wollten wir euch jetzt noch mit durch die Stadt nehmen, aber wir haben für heute den Kaffee auf. Ich glaube, wir gehen zurück und trinken uns erst mal einen Kaffee oder lieber erst mal ein Bier. Kaffee? Ja, weil echt, es ist richtig, richtig scheiße gelaufen ich heute. Ich habe einen Kaffee auf, aber Kaffee trinken will ich nicht mehr. Nee. Oh Mann. Wir sind zurück im Selina, hier in so einem schönen kleinen Garten mit schön beleuchteten Bäumen und Jessie, ups, findet wieder tierische Freunde. Ja. Die guckt so skeptisch, oder? Ich habe auch Angst, dass sie mich kratzt, wenn ich dran gehe. Na du? Die sieht den Puschel jetzt? Wahrscheinlich. Ja, jetzt? Wir haben uns da so einen kleinen Snack im Supermarkt geholt und machen uns jetzt noch was zu essen hier vorne, direkt an der Küche dran. Da ist die kleine, aber feine Bücherei. Ist auch ganz gemütlich eingerichtet. Aber für uns geht es jetzt erstmal hier hin. In die Küche, lecker Essen machen. Wir machen es jetzt zurück aufs Zimmer. Gut gesättigt, aber echt platt. Es war echt ein komischer Tag heute. Hier vorne ist auch ganz witzig. Hier sind solche Liegewiesen. Da kann man sich tagsüber einfach hinflitzen oder zum Beispiel, wenn man irgendwie ganz früh ankommt und nicht einchecken kann, kann man hier auch mal ein Auge zumachen. Aber was richtig cool ist, das hier und das hier. So ihr Lieben, wir müssen uns glaube ich mal entschuldigen. Hey, tut uns echt leid, dass das heute kein schöner Vlog war. Wir haben das echt alles anders geplant, weil, ja wie gesagt, wir wollten uns eigentlich Cusco anschauen, aber... Ja, viel gesehen haben wir heute wirklich nicht, außer Banken von den Immigrations, das deutsche Konsulat und ein Restaurant und kurz im Plaza Amas. Das ja, war's, wohl. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass Cusco extrem voll ist, weil voller Menschen, mega also jetzt, überlaufen. Ja, nicht nur Touristen in
dem Sinne, das sind wirklich sehr viele hier, ja, sondern auch Einheimische. In jeder Ecke wirst du angequatscht, ob du eine Massage willst. Ja, im Plaza de Massa. Ja, das ist krass. Oder im Restaurant. Da meint man, man wäre in Thailand. Echt, jeder kommt an Massage. Ich finde, das ist sogar noch schlimmer als in Asien. Ja, es war schon überraschend irgendwie. Ja, der erste Eindruck ist daher irgendwie gemischt, so alles, was man gesehen hat von den Gebäuden her. Von den Gebäuden her war mega, aber ja, wir sind gespannt, wie es uns dann beim nächsten Mal geht. Jessie ist auf jeden Fall jetzt schon geduscht, ich muss noch in die Dusche und wir haben gerade hier den Beamer angeschmissen. Das ist so genial mit dieser riesigen Leinwand. Da gucken wir uns jetzt zur Entspannung noch irgendwas drauf an und dann machen wir die Augen zu, weil morgen früh geht's los Richtung Machu Picchu mit dem Zug. Ja, und dann freuen wir uns einfach, was so toll ist, wie den Machu Picchu sehen zu können. Ohne Stress, ohne Probleme. Und dann sagen wir, bis morgen. Lasst gerne mal einen Daumen hoch da, auch wenn es heute nicht so toll war. Dafür authentisch. Und gerne einen Kommentar. Und macht's gut. Ciao. Wir sind gerade im Panoramawagen. Ja, genau. Das ist total offen. Ringsrum offen. Die Luft zieht hier durch. Das ist echt stark. Ja. Ja. Langsam ist die Laune doch irgendwie auf den Tiefpunkt angekommen. Ja. Until forever, just us.